Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis 2, liebe Leute. Und ja, wir waren beim letzten Mal hier unter Wasser angekommen und gleichzeitig hatte ich auch ein Problem mit meinem Grafik-Plugin. Ja, es ist ja in der Zwischenzeit auch schon bekannt geworden, dass ich sowieso was mit der Grafik machen wollte. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe das Plugin gewechselt und jetzt wird es hier auch vernünftig angezeigt. So, liebe Leute. Wir sind hier umgeben von Plesiosauren. Und genau, wir sind jetzt gerade in diesem Aufzug angekommen. Hier geht alles unfassbar langsam. Und wir haben jetzt hier zumindest diese... Oh Gott. Die sind echt schnell, muss ich sagen. Wir haben jetzt hier zumindest diese Nadelkanone. Aber wie kann man denn hier springen? So, Leute, wir sind jetzt in diesem ersten Bereich von der Unterwassereinrichtung. Ja, ihr seht, es ist ganz ein bisschen verschwommen gerade, aber für diesen Unterwasserbereich reicht das jetzt erstmal. Mit Dreieck springt man. Genau, Leute, wir können jetzt hier... ein Novum bei Dino Crisis. Wir können springen. Wir können echt springen. Okay. Alles klar. Ich glaube, wenn Dinos kommen, die hört man auch, ne? Die machen dann, glaube ich, so ein... Genau. Ach, ich wusste es doch. Ihr seht diese Nadelkanone, Leute. Die hat am Anfang unendlich Muni. Nimmst du ein kleines Medipack? Ja, danke. Boah, ist das verschwommen. Es ist eine Konsole, die die Energieversorgung des Aufzugs anzeigt. Momentan ist die Stromversorgung deaktiviert. Boah, ist das verschwommen, Leute. Das tut mir leid, aber ich muss halt irgendwie die Grafik wieder hinkriegen. Weil Regina wurde mir ja gar nicht angezeigt beim letzten Mal. So. Da kommt was. Das hört man nämlich immer so brummeln, wenn die kommen. Genau da, zack. Die Mesosauren, ja. Mesosaurier. Okay. Die kriegen 600 Punkte pro Stück. Oh mein Gott. Da kommt keiner, okay. Genau, Leute. Und da müssen wir jetzt hier einfach mal uns den Weg durch die Unterwasserwelt bahnen. Oh mein Gott, oh da! Ach, verdammt. Ja, die sind schwer zu treffen. Vor allem, wenn hier alles so verzögert passiert. Oh Mann, Leute. Aber kein Problem, hält uns auf hier. So, was haben wir hier? Ein großes Medipack. Dankeschön. So, und... ach du Pennervieh, ey. Hör doch auf. Die sind schnell, die Dinger, ey. Muss ich sagen. Heilung. Ich habe sogar noch ein kleines. Ja, nimm ein kleines. So. Genau, Leute. Und ich glaube aber, diese Auflösung, die wir jetzt haben, die sind, glaube ich, was? Das ist, glaube ich, die originale PlayStation-Auflösung. Ich bin mir nicht sicher. Aber es ist, glaube ich, so. So, das Rolltor ist beschädigt. Etwas muss gewaltig dagegen gestoßen sein. Oh Mann. Leute. Gut. Kommt jetzt hier noch irgendwas? Nein, es brummt nicht. Das ist schon mal gut. Zirkulationszentrale. So. Was haben wir hier? Oh, unter Wasser, Leute. Ich hasse ja solche Gebiete in Spielen. Ne? Es ist... Oh. Ein Computer, geil. So, was haben wir denn da? Shop. Oh, wir haben eine neue Waffe. Aquagranate. Oh, kein Granatenwerfer für Wasser, oder was? Ja, nehme ich mir. Nehme ich mir. So, Munition. 30, ja, da komm da. Da gönne ich mir mal ein Magazin. So, mach mal plus 50, komm, dann. Geizen war mal nicht rum. Müssen wir auch nicht mehr. Müssen wir auch nicht mehr wechseln. Beziehungsweise nachladen. So, was haben wir denn hier? Safe Room. Ah, okay. Das Gebiet ist eigentlich nicht so groß, aber es ist halt nervig. Weil es alles so langsam geht. Schau euch das an. Okay. Was haben wir denn da? Es ist ein Steuerungsterminal für die Aquädukttore.
die zum dritten Energiegenerator führen. Möchtest du es benutzen? Ja. Um die Konsole zu benutzen, benötigst du den Stecker der Rolltore. Ja, toll. Warum lässt mich das dann benutzen? So, was haben wir hier? Sort. Ah, Generator-Sicherheitsprüfung. Wir werden die präventive Sicherheitsprüfung wie immer in Arbeitsteilung vornehmen. Bob ist für den Generator selbst zuständig. Alec kümmert sich um das Wasserzirkulationssystem. Vergewissere dich bitte aus Sicherheitsgründen wie in den letzten Jahren, dass die Rolltore der Kühlaquädukte während der Arbeit geschlossen sind. Alec wirkt den Stecker zur Steuerung der Rolltore entfernen. Er behält ihn, bis Bob mit der Überprüfung des Generators fertig ist. Es gab neulich eine Explosion in der Wasserzirkulationskammer. Diese Explosion hat einen Riss in einer der Betonsäulen verursacht. Eine weitere Explosion würde sie möglicherweise zerstören. Denkt dran, auch das zu reparieren. Also eine ist kaputt gegangen hier unten. gut, dann würde ich sagen... Nein, das wollte ich wieder nicht. Ich möchte ins Menü. Mein Gott, die Steuerung ist auf. Ach, das sieht so... verschwommen aus, ey. Ja, gut, ich meine, das ist halt dieser Unterwasserbereich, ne? Ist ein bisschen nervig. So, wir können springen. Ja, genau. Hier kommen wir, glaube ich, niemals rein, ne? Dort ist ein Schild, das den Zugang untersagt. Das Gebiet ist aufgrund der Sicherheitsprüfung des dritten Energiereaktors vorübergehend gesperrt. Ja, okay, gut, dann... Was haben wir hier noch? Da ist eine Tür, okay. Okay, dann... Unterwasserpassage 1. So, jetzt geht's richtig los, glaube ich, mit den Dinos hier unten. Oh, ja. Ich höre nichts brummen. Jetzt höre ich's brummen und da ist auch einer. So. Oh, da ist noch einer. Nein, schieß doch! Oh, Gott sei Dank. Krokodile hier, ey. Karte. Ein L-förmiger Durchgang. Ah, okay. Gut. Da ist was! Ah, nein. Nicht treffen. Ach, schade. Blödes Ding. So. Krokodile hier. Kommt da wieder was? Ja, da. Da, ich höre es doch brummen. Oh, so. Sehr schön. Puh, Leute. Ist hier noch irgendwas? Ich will hier eigentlich so schnell wie möglich raus, ey. Was da? Da oben. So. 1320 Punkte, was? Ach so, wegen den... Ja, okay. Ich dachte wegen der Kiste oder so. Da ist wieder was. Da. Und spring und schieß. Hahaha, so macht man das. Noch mehr? Ne, der ist einfach auf den Boden gefallen. Okay, cool. So. Unterwasserpassage 2. Aber wir kriegen hier ordentlich Punkte, Leute. Wir kriegen ordentlich Punkte. Oh Gott. Was ist das denn da oben? Ist hier gar keiner? Doch, da habe ich was gehört. Es ist ein Steuerungsterminal der Wasserzirkulation beim dritten Energiereaktor. Sie scheint normal zu funktionieren. Es muss nicht benutzt werden. Okay, dann schieß und bam. So. Wunderbar. Sehr schön. Oh, das ist gut, dass man die hier immer so hört, aber man trifft sie halt nicht immer, ne? Das ist... Man trifft sie halt nicht immer. Ja, da muss ich mich noch dran gewöhnen, dass wir hier... sehr zeitverzögert das Ganze machen. So, was ist das denn hier? Da ist... Ah, okay. Bam. Sehr gut. Es ist ein kleiner Aufzug. Um ihn zu benutzen, musst du den Strom anstellen. Ah, oh, da ist wieder... Nee, oder auch nicht. Da habe ich wieder... Da war ich zu... Paranoiahaft. Kühlwasserzirkulationsraum. Wie gesagt, Leute, ein sehr unangenehmer Bereich, finde ich. Wir, die erschrecken mich jetzt wieder so. Ah, schaut mal da oben. Da ist so ein komischer...
Da ist ein Zeichen da oben. So, die haben gesagt, bei kleinen Öffnungen kommen die gerne raus, ne? Also dann lasse ich das da mal bleiben. Gar nichts hier. Doch, da! Jeez, boah. Diese Reaktionsschwäche, ey. Da ist noch was. Oder? Nö. Okay. Was haben wir denn hier? Oh, da! Kommt der da eingeschissen, ey? Bin ich hier überhaupt? Oh! Riesenbereich. Okay. Interessant. Gut, ich glaube, wir müssen einfach nur da hoch, ne? Wartet mal. Ich glaube, dieser Unterwasserbereich war gar nicht so groß. Da! Noch einer? Irgendwo? Doch. Oder nee? Ah, die Musik ist auch so ein bisschen blöd. Mittleres Medipack, ja gerne. Kann ich hier schon rein? Kann ich hier schon rein? Tatsächlich. Kühlaquädukt innen. Okay. Ach, ich glaube, hier müssen wir am Ende hin. Aber ich glaube, da kommen wir nicht raus, oder wie war das, ne? Ja, ich glaube, da war was. Ich glaube, da war was. Hier ist zu, glaube ich. Da ist noch ein Computer. Brauche ich erstmal nicht, Leute. Nee, da ist zu. Da muss ich erstmal nicht hin. Ich muss einfach gucken, dass ich hier irgendwie da oben in diese Tür komme, da. Was ist denn hier eigentlich in diesem Bereich? Da, ich höre was. Ach du. Boah, das war knapp. Das war knapp. So, geht das eigentlich schneller, wenn man springt? Ich höre hier doch was. Verarsch mich doch nicht. Aua. Verarsch mich doch nicht, genau. Ich wusste es doch. Da ist noch einer. Und bam. Sehr gut, Leute. Sehr schön. Drei auf einmal erledigt hier. Wunderbar. Okay. Ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid. Bei Dino Crisis 2. Wie wir jetzt hier im Unterwasserbereich sind und ein paar Dinos platt machen. Und da kommt auch direkt einer frontal. Das ist doch angenehm. So, Leute. Ach, verdammt. Was zur... Um Gottes Willen! Scheiße. What the... Hallo, hallo da. Wieso Saurus? Ach, verdammt. Hat er mich gekriegt, der Sack. Ja, muss ich leider mal zurück. Das geht hier leider nicht anders. Muss ich hier leider nochmal zurück. Ich muss da oben nämlich hin, auf diesen anderen Bereich da springen. Ich könnte auch hier rüber, aber das geht nicht, Leute. Ah! Und dann. So. Wunderbar, ey. Ja, wie gesagt, also ich finde es jetzt sehr unangenehm. Auch wenn wir so viele Punkte kriegen hier, aber... Nee, man kann nichts erkennen, das ist kacke. Das ist schon kacke so, ja. So, Leute. Gut, dann jetzt vorsichtig. Da kommt noch einer. So, und dann das Medipack. Ein kleines, ja, gerne. So. Nein! Och, Regina, spring doch. Oh, Gott sei Dank. Ich wollte schon sagen, ich springe jetzt nicht. So, liebe Leute, dann. Da kommt einer. Noch einer? Okay, wunderbar. Ja, wie gesagt, also so, wie gesagt, so riesig ist der Bereich nicht. So, Leute, schaut mal da. Da blinkt doch die ganze Zeit was. Was? Was, was, was? Ein Teil der Säule ist gebrochen, wodurch sie anfällig ist. Mit einer Waffe mit ein bisschen Feuerkraft kannst du sie vielleicht zerstören. Oh nein! So, Leute. Dann, was haben wir jetzt hier draußen? Draußen sind irgendwelche Gangster, okay. Und schaut mal da. Ist das nicht geil? Wir können da hoch, oh mein Gott.
Wir können auch in diese Tür, weil wir eine Riesenwaffe hatten hier. Das heißt, wir brauchten tatsächlich diese Waffe, um hier weiterzukommen. Oh Mann, was ist das hier? An der Wand, was? An der Wand ist ein Terminal des Extinktionspunkte-Services. Die Tastatur ist verschwunden. Vielleicht wurde sie von den schwimmenden Reptilien zerstört. Schade, Leute. Den Computer hätte ich jetzt gebrauchen können. Aber gut. Und da war es aber Tastatur 2. Wo sind wir jetzt hier? Da oben. Und, nee, das waren nur Fische. Was haben wir denn hier? Was ist das denn hier, Leute? Ist das der Strom jetzt hier? Es ist ein Energieterminal für den kleinen Aufzug nebenbei. Möchtest du die Energie für den Aufzug aktivieren? Ja, klar. Warte, klar. Immer schön aktivieren hier. Aha. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt hier schon mal eine Abkürzung. Die Energie für den Aufzug wurde wiederhergestellt. Sehr schön. Aber was haben wir denn jetzt hier oben? Ach du Scheiße. Ach, da diesen... wir brauchen noch diesen Stecker da hinten. Für diesen Kommunikationsraum da im ersten Bereich, ne? Genau. Es ist ein Terminal, das periodisch Daten über Wassertemperatur, Wasserqualität etc. aufzeichnet. Also sinnlos quasi. Und da muss ich jetzt da hinten drauf springen, ne? Und da kommt was. Da kommt was. Genau. Habe ich doch gehört hier. Gut, dass sie sich mal bemerkbar machen. So, was haben wir hier jetzt? So, du hast Stecker. Diese Aquäduktstecker. Auf seinem Tauchanzug hat sich Moos angesiedelt. Ach du Kacke. Der liegt ja ganz schön länger hier. Dies sind Geräte zum Einsatz unter Wasser. Wahrscheinlich hat jemand den Zustand der Teile überprüft. Bob, bist du das? Warst du das, Bob? Kann ja sein. Gut, liebe Leute, wir müssen wieder zurück. Um da rechts diese Tür aufzumachen. Dieses Aquädukt, da müssen wir nochmal zurück in diesen Safe-Raum, wo wir eben angefangen haben. Genau, Leute. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal so schnell wie möglich da auf den Weg hin. Dieser Wasserbereich, ey, der macht mich so fertig. Der macht mich so fertig, echt. So, dann... da kommt was. Genau, sehr schön. Einfach drauf ballern hier. So. Kommt hier noch einer? Da ist noch einer. Okay, sehr schön. Die Krokodile hier, ey. Ich habe keinen Bock auf Krokodilfutter. Ihr könnt euch woanders was zu fressen suchen. So, 1320 Punkte. Da kommt einer. Und bam. Da ist noch einer. Und bam. Oh, wunderbar. 4 Stück. Da ist noch einer. Nee. Ein 4er-Kombo. Kein Schaden. Ja, okay. 3120 Punkte. Okay. Hört mal die Mucke. Oh, herrlich, Leute. Seefrau-Mucke. Unter Wasser. Geiler Soundeffekt. So schön durchs Wasser durch hört sich das an. Cool. Genau, Leute, dann war es ja hier. Ne? Hier oben war ja dieser Computer. Da haben wir jetzt quasi diesen Stecker für gefunden. Dann würde ich sagen, benutze ich den mal. Ich mache immer die Karte auf, ne? Das ist so bescheuert. Objekt, Stecker. Genau. Da hast du deinen Stecker. Zack. Sehr gut. So, dann können wir jetzt benutzen und dieses Aquädukt aufmachen, ne? Genau, Leute. Wenn wir nämlich da eben her... Wenn wir nämlich da eben da durchgegangen wären, hätten wir vor geschlossenen Toren gestanden. Sehr schön. Maschinenkühlaquädukte. Die Rolltore sind geöffnet. Dankeschön. Da kann ich ja endlich hier raus, wa? Ich will nicht unter Wasser sein hier, ey. Mann, Mann, Mann.
Gut, dann gehen wir so schnell wie möglich dahin. Okay, liebe Leute, dann 5 Minuten noch. Kommt jetzt wieder was angeschissen? Ja, da kommt was angeschissen. Okay. Ist noch einer. Und immer die gleichen irgendwie, ne? Wie diese beiden. Wow. Was? Nee. Ach, die Musik, ey. Die Musik, die tut auch ihren Teil dazu beitragen. So, da. Und bam. Mesosauren. Interessant, Leute. Komische Krokodildinos. Interessant, ey. Hier kommen echt einige Dinos zum Vorschein, die ich gar nicht gekannt habe vorher. Und schießt da drauf, da. Da. Sehr schön. Ohne Schaden, Leute. Aber ich krieg keinen Punkt dafür, keinen Schaden. Das ist ein bisschen schade. So, Unterwasserpassage 2. Das war doch hier in dem Bereich, ne? In dem anderen Bereich war das doch. Oder? Ne, das war hier... da oben! Ach, du Pennervieh. Mann! Lass mich doch in Ruhe. So. Ist noch einer, oder was? Nö. Hier ist nur einer gewesen, okay. Gut. Kühlwasserzirkulationsraum. Da müssen wir nochmal zurück, da. War doch hier, ne? Das war hier, genau. Da, da seht ihr jetzt nämlich, dass die Türe offen ist, Leute. Alles klar, dann gehen wir nochmal rein. Da oben, da müssen wir nicht mehr hin. Ich glaube, wir können hier eine Abkürzung nehmen, wa? Wir können hier eine Abkürzung nehmen, ja. Wehe, es kommt hier ein Vieh um die Ecke, ey. Da kommt irgendwo was. Ach, da hinten, okay. Da! Alles klar. Sehr gut. Das ist ja eine okaye Richtung. Die Mucke. So. Da ist auch noch was, okay. Wo bist du? Da bist du, okay. Sehr schön. Okay, alles klar, liebe Leute. Dann können wir raus. Okay, wunderbar. Kühlaquädukt innen. Wunderbärchen, liebe Leute. Dann können wir jetzt hier weitermachen. Erinnert euch, wir waren hier eben schon. Aber da konnten wir nicht durch. Und jetzt können wir hier weitermachen. Und jetzt hole ich mir auch Muni. Shop, Muni. Mach das Ding voll. So. 2500 Punkte. Sitzt. Schon ordentlich, ey. So, liebe Leute. Dann Aufzug, bitte. Möchtest du einen Aufzug benutzen? Ja. Möchte ich. Sind hier auch Dinos drin? Glaube ich irgendwie nicht. Nee, okay. Was ist das da? Da ist so ein Ding da. Zum Lesen? Nö, okay. Ach, ich mag diesen Bereich nicht, Leute. Habe ich das ja schon gesagt? Hier seht ihr es, Leute. Hier sind diese Aquädukte, die wir eben mit diesem Stecker aufgemacht haben. In dem Haupt-Safe-Raum. Genau, liebe Leute. So, da liegt auf jeden Fall was. Und ein Typi liegt da. Was haben wir da? Du hast ID-Karte Edward City. Oh mein Gott, Leute. Das heißt, wir können in die Stadt rein. Die Sauerstoffleitung dieses Tauchanzugs ist hinten abgeschnitten oder abgebissen worden. Naja, danke. Dann bist du Bob, ne? Dann warst... Ah nee, du warst der Typ, der verschollen war. Ja, von den Mesosauren abgeschlachtet. Okay. Was ist das hier? Neue Dino-Datei. Ach, geil. Plesiolasaurus. Ah, das sind die. Das sind die Wasserviecher. Da hast du Skipper tatsächlich recht gehabt. Ja, liebe Grüße an dich, Skipper. Nett, dass du mitguckst. So, Plesiosaurus, liebe Leute. Das sind diese Wasserviecher, die wir in der letzten Folge platt gemacht haben. Bedeutung? Echsenähnlich. Länge 17 Meter. Oh mein Gott. Höhe 3 Meter. Beobachtungsbericht. Der lebensnotwendige dritte Energiegenerator befindet sich unter Wasser im See.
Die Hälfte der Mechaniker, die für die präventive Sicherheitsprüfung heruntergehen, kommen nicht zurück. Ach du Scheiße. Sie werden sehr wahrscheinlich zu Opfern dieses riesigen Plesiosaurus. Sie sind fleischfressende Reptilien. Mit ihren langen Hälsen tauchen sie nur zum Luftholen auf. Die Plesiosaurusse wurden dabei beobachtet, wie sie mit ihren langen, beweglichen Hälsen vom Wasser aus angegriffen haben. Boah. Wenn du von einem Plesiosaurus angegriffen wirst, ziel auf seinen Kopf. Ja, das haben wir schon auf dem Schiff festgestellt. Mit ihren langen Hälsen werden sie versuchen, ihre Beute ins Wasser zu ziehen. Wenn du angegriffen wirst, solltest du sie am besten zurückhalten, indem du auf sie feuerst. Ja, das ist richtig. Ein Schuss von einem MG und die sind weg. Wenn du im Wasser auf sie triffst, können sie nur durch explosive Artillerie verletzt werden. Okay. Du musst dich auch vor der starken Strömung in Acht nehmen, die entsteht, wenn sie schwimmen. Es empfiehlt sich, einem Kampf unter Wasser aus dem Weg zu gehen. Ah, okay, Leute. Okay, das verstehe ich. Neue Dino-Datei. Okay. So, was haben wir denn jetzt hier? Wartet mal. Eigentlich ist die Folge schon voll. Ja, Leute, die Folge ist voll. Von daher würde ich mal sagen, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Da würde ich mich sehr freuen drüber. Und bis hier weiter geht's, sehen wir beim nächsten Mal. Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.